1.1 – Mein erstes Projekt. Nach dem Start von After Effects sieht die Oberfläche ungefähr so aus. Für unser Video benötigen wir erst einmal eine Bühne, die sogenannte Komposition. In der Menüleiste Kompositionen, Neue Komposition oder im Projektfenster, rechte Maustaste, Neue Komposition können wir uns eine solche Bühne erstellen. Mit dem jetzt aufgehenden Fenster können wir einstellen, welche Maße unsere Bühne haben soll. Wir entscheiden uns für ein Full HD Video. HDTV, 1080 Pixel, 25 Frames. Hier steht nochmal Breite, Höhe, quadratische Pixel und die Länge unserer Komposition, also wie lang unser Film dann werden soll. Rest können wir alles so lassen. Drücken auf OK. Und in unserem Kompositionsfenster sehen wir jetzt eine leere Bühne. Im Projektfenster wurde die Komposition angelegt. Als nächstes brauchen wir natürlich noch Schauspieler, die sich auf unserer Bühne bewegen. Also importieren wir ein paar Dateien. Das geht mit Datei, Importieren, Datei. Oder einfacher, einfach in dem Projektfenster Doppelklick auf eine freie Stelle. Ein Dateiimportfenster öffnet sich. Wir wählen eine Datei aus und sagen Öffnen. Mit Doppelklick auf die Datei können wir uns das Bild schon einmal anschauen. In dem Projektfenster werden alle Dateien gesammelt, die wir für unser Video brauchen. Da es da sehr schnell sehr unübersichtlich werden kann, sollten wir hier eine gewisse Grundstruktur schaffen. Die einzelnen Dateien benennen wir um, indem wir sie auswählen, Enter drücken und dann einen Namen vergeben. Die Komposition nummeriere ich immer durch, damit ich immer die wichtigsten Sachen oben im Projektfenster habe. Auch der Name von unserem Bild ist etwas unglücklich und wir benennen dieses auch um. Draufklicken, Enter und dann Taxi. Wir können das Ganze noch etwas besser strukturieren, indem wir uns eine Ablage erstellen. Hier unten auf das kleine Ordnersymbol. Wir benennen den einfach mal Bilder und verschieben das Taxi in den Bilderordner. Alle Änderungen wie Ordner erstellen, Namen ändern, betrifft nur dieses Projekt. Die Originaldateien auf dem Computer bleiben unverändert. In das Projektfenster können natürlich nicht nur Bilder importiert werden, es gehen alle möglichen Arten von Dateien. Jetzt kann es losgehen. Momentan ist unser Taxibild nur in dem Footage-Fenster. Das heißt, es befindet sich noch nicht auf der Bühne. Wir gehen zurück auf die Komposition. Entweder hier oben oder mit Doppelklick auf die Komposition und sehen wieder unsere leere Bühne. Wir nehmen unser Taxi und ziehen es per Drag and Drop in unsere Komposition. Das können wir entweder hier oben oder direkt hier unten in das Schnittfenster der Komposition.